MomoniTube und herzlich willkommen zum Opening eines Displays von Maximum Gold, dem neuen Gold-Set, das heute released wird. Und wo viele sich denken gerade, wow, Moment, heute ist Donnerstag, oder? Du hattest gestern schon einen Donnerstag. Seit wann sind 2 Tage bei dir Donnerstag? Ja, einige haben es vielleicht noch gar nicht gemerkt. Wir haben gestern schon bereits die Speed Duel Battle City Box vorgestellt. Zusammenarbeit mit Konami. Da für alle, die das abchecken wollen, könnt ihr das nochmal gerne tun. Und wir haben auch gleichzeitig nochmal halt heute den Release der Maximum Gold. Und deswegen haben wir unseren flexiblen Donnerstag heute so flexibel gemacht, dass wir gleich 2 Openings in einer Woche machen für den Donnerstag. Plus unser Case Opening Anfang der Woche am Montag. Da ihr diese Woche ein bisschen voll wart, neue Produkte eingeht. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht mal so schlimm. Denn heute haben wir ein Set, was die Gold Rares mal wieder zurückbringt nach fast 4 Jahren, nach der Premium Gold, Infinite Gold oder Premium Gold 3, wenn man das so sehen möchte. Eigentlich quasi ein Reprint-Set, was halt sehr viele gute spielbare Karten reprintet, mit dem interessanten Touch, dass es halt einige Karten gibt mit alternativen Artworks, in der Allgemeinheit dem großen Touch, dass man halt wieder die Möglichkeit hat, entsprechend Karten zu ziehen, die halt momentan vielleicht ein bisschen schwieriger zu ergattern sind als Reprint von hier. Wir haben diesmal eine Variante mit, die ist ein bisschen anders als die üblicherweise. Ich glaube, die letzten Premium Golds, die waren so alle ein bisschen kleiner und so kleine Boxen mit Boostern. Diesmal haben wir hier etwas größer. Das erinnert jetzt vielleicht so ein bisschen noch an Duelist Saga von der Größe. 6 von diesen Boostern, in denen halt nochmal 4 richtige Booster sind. Ich weiß nicht, wie man das erscheint. Das sind 4 Boxen, 4 Booster, das ist ein Display, ein Case wird auch noch weird. Da gucken wir nochmal ganz genau, wie wir das am Ende definieren. Aber ich würde sagen, wir steigen heute ein, gucken mal, was wir daraus ziehen. Das Set ist relativ groß, daher haben wir eine große Wahrscheinlichkeit, nicht alles zu ziehen. Und ja, ich bin gespannt, wie diese neuen Gold Letter Rares aussehen, ob das jetzt so ein großer Unterschied ist zu normalen Rares. Checken wir erstmal ab. Was mich zunächst erstmal freut, ist dieser tolle Formfaktor. Denn der erinnert mich total an die Special Editions aus den damaligen Zeiten, als sie noch ein bisschen größer waren. Sehr ähnlich geformt. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein und gucken rein, was uns hier erwartet. So. Oh, schön große Box. So, da haben wir Dinger mit ordentlich Sealing davor. Alter, das glänzt aber trotzdem ziemlich saftig. So. Da wird dann irgendwie nicht ganz zu. Egal. Gucken wir uns an. Den ersten Booster. Maximum Gold. Ja, das erinnert da so ein bisschen an Dual Overload und so. Alles, was wir die letzten Jahre hatten. Hier sehen wir das nochmal alles. Von hinten nochmal alles, das Ganze gesehen. Schauen wir uns das mal nochmal an. Und dann legen wir mal bei dem, mit dem Ganzen hier los. So, wie ist das verschlossen? Das ist die erste Frage. Ist das... Moment. Achso, das ist von oben und dann ist hier oben. Das Ceiling Thing. Okay, gut. Dann halt nicht. Wow. Da fliegt mir das ganze Ding erstmal direkt aus dem Bild. Alles klar. So. Schauen wir mal rein, da haben wir unsere 4 Booster. In jedem gibt es 7 Karten. Oh, und davon sind dann, glaube ich, 2 von den Gold, Premium Gold Card, Premium Gold Rares und die anderen sind diese Gold Letter Rares. Schauen wir uns das mal an. Gucken wir mal rein, was wir hier haben. So. Wir haben hier, oh Gott, das verwirrt. Echt, das sieht wirklich aus fast wie eine Ultra. Ja, Bruderschaft der Feuerfaust Coyote. Extratörisches Begräbnis Hetronade. Cyberdrachenmark. Maschinenduplizierung. Oh mein Gott, ist das hell. So gold war ein Gold Rares noch nie. Nibiru das Urwesen. Holy fuck, ist das sick. Und Geisterschnitte und Winterkirschblüten. Holy moly, sieht das krank aus. Der Effekt ist ja mal richtig sick. Da haben wir das Alternative Artwork, das wir auch in Duel Devastator hatten von Geisterschnitt und Nibiru. Von Geisterschnitt und Wintergespült. Und Nibiru sieht super sick aus. Das hat was von einem Mix aus Ulti und Gold Rare. Also eine richtige Ulti-Gold. Das sieht richtig cool aus. Und vor allem ist, glaube ich, so ein bisschen vorbeigenagelt, die Sternchen. Das erinnert mich total an die Ultis. Oh mein Gott, die sehen ja echt krass aus. Das gefällt mir. Und das, was ich vor allem mit euch mal besprechen möchte, sind diese Gold Letter Rares. Weil ich war ein bisschen verwirrt erstmal, als Konami die angekündigt hatte und gesagt hat, wir bringen Gold Letter Rares raus. Weil für mich ist das etwas, was ich eigentlich schon mal gesehen habe. Aber jetzt, wenn man das sich mal genau anguckt, ist es doch was anderes. Wenn man sich mal die alten Rares anguckt, nämlich die, die bevor Duelist Revolution rausgekommen sind, die waren früher nämlich immer Silber Rare.
und alle, die nach Duelist Revolution gekommen sind, haben so ein Bronze-Rare, was für mich eigentlich schon immer fast aussah wie eine Art Gold-Rare, wenn man die mal nebeneinander vergleicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera richtig gut erkennen könnt, aber es ist halt deutlich gelber als das Link. Aber wenn man das dann nochmal vergleicht mit den Gold-Letter-Rares, ist es auf jeden Fall ein Unterschied von Tag und Nacht. Wenn man sich das mal anguckt, also ist es auf jeden Fall deutlich dunkler und erinnert halt wirklich stark, wenn ich jetzt mal hier das Beispiel nehme, einer Ultra Rare, was jetzt hier zum Beispiel, ich ziehe das mal ein bisschen raus aus der Hülle, die Harpyien Königin hier aus der Lost Art Promotion, dann erkennt man wirklich, das ist wie bei einer Ultra Rare quasi das Lettering. Sehr cool. Aber holy moly, das sieht sick aus. Also Konami, hier haut ihr das wirklich richtig gut raus, die Rarity, also wow. Davon bitte mehr, also das ist geil. Und ich bin ja schon jemand, der findet auch schon die alten Gold Rares cool. Ich habe nie ein Problem damit gehabt und fand die immer richtig nice. Ich leg dir mal zu den coolen raus. Gaststätten mit der Gespülten. Ist, glaube ich, nicht so cool wie der. Und lässt nochmal so ein bisschen die Spannung nochmal ein bisschen höher ziehen, weil ich finde, das sieht sick aus. Alter, ist das geil. Ertränkende Spiegelkraft. Törichtes Begräbnis, die Monarchen brechen hervor, guter Reprint. Dieberkäfer, auch ein schöner Reprint. Nächtlicher Strahl, dann haben wir Salon Drachenmädchen als Gold, Premium Gold Rare oder wie das heißt. Und endlich der Golden Lord, geht ja mal gleich richtig gut los mit dem Display. Holy moly, sind das Bulls. Uiuiuiui, die Karte des Jahres aus Secret Slayers. Sehr starkes Ding. Haben sich sehr viele Leute darüber gefreut, dass wir hier auch einen Reprint davon auch jetzt direkt noch in diesem Jahr sehen. Es hat auch so ein bisschen was von diesem Speed-Duel-Foiling, weil es ist richtig glatt, die ganze Karte. Das kenne ich nicht so von den Ultras und den Secrets, die wir sonst immer haben. Aber auch nicht von den Ultis und den Ghosts. Das ist absolut sick. Wow, das hat sich ja jetzt schon gelohnt, das Display. Für die beiden Karten alleine, das ist schon richtig gut. Das geht ja gut los. Also, und wir haben noch einiges to go hier. Da kann man nicht meckern. Wir haben Feinstellerin Dionea. Domäne der Warnmonarchen. Setzrotation. Höhle der Finsternis. Coach Soldat Bellwolf. Schön, den mal wieder als Reprint zu sehen. Haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Geistermädchen und Spukhaus. Das ist das normale Artwork. Ich muss kurz mal durch den Kopf gehen. Ja, das ist das normale Artwork. Ich glaube, die sind hier sowohl mit dem normalen als auch mit Alternativen hier drin, kann man die ziehen. Und dann haben wir Geister, Schwester und gruselige Hartriegel auch mit ihrem Original-Artwork, wenn ich das richtig sehe. Weiß nicht, ich glaube, die lege ich hier mal mit raus. Die mal dahin. So von der Spielbarkeit und Excitement-Level, aber. Wow. Ist immer eine sicke Karte drin und eine nicht so sicke? Nummer 87, Königin der Nacht. Der primäre Monarch. Oh, sehr cool. Jetzt, wo die Karten wieder alle zurück sind. Neka Phantomo, Koldflügel. Barrierestatue der Dürre. Finsterlord Rebellion. Und dann haben wir ein Link-Monster. Haben wir Kaliber-Schwertdrache mit dem alternativen Artwork. Oh my goodness, sieht das geil aus. Wow, ich feiere jetzt schon dieses Set. Hammer. Und dann haben wir Hausdrachenmädchen dahinter. Nochmal das Fusionsmonster vom Drachen. Mädchen-Themendeck. Wow. Alter, dieser Effekt. Ich hoffe, das kommt gut rüber hier durch die Kamera. Ich bin mir nicht sicher. Das werde ich dann nachher wahrscheinlich im Editing dann sehen, wie gut das aussieht. Aber das sieht halt heftig geil aus. Also, wow. Ich muss ja sagen, Konami hat dieses Jahr mal so richtig ausgepackt, ne, was Sets angeht. Vor allem die Hauptsets haben sie richtig hochgezogen. Und sie haben sehr viele gute Nebensets rausgeholt. Also, wenn dieses Jahr nicht schon so ein besonderes Jahr wäre aufgrund der ganzen Umstände, dann wäre das, glaube ich, das krasseste Jahr, was Yu-Gi-Oh! Angeht ever. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Turniere jetzt gelaufen wären die letzten 9 Monaten mit den ganzen Releases, mit den neuen Regeln und allem ganzen Kram. Es ist so unglaublich fesch. Oh, wow. Holy moly. Buster Klingkämpfer, der Drachenzerstörer-Schwertkämpfer. Nummer C101, lautlose Ehre Dark. Finster Lord Lab Rebellion, guter Reprint, eine gute Karte. Secret Rare aus, wer ist denn das Set nochmal? Gott, komm. Ich habe das doch andauernd hier auch noch mit dabei. Spirit Warriors. Gedankenkontrolle, Barrierestatue der Sturmwinde. Dann haben wir Polymerisation. Oh, mit dem Original-Artwork. Ich frage mich, gibt es hier auch noch das andere Fusions-Artwork? Das wäre cool, das sieht auch sehr nice aus. Und dann haben wir Geistermädchen und Spukhaus mit dem alternativen Artwork. Sehr cool, die legen wir mal, zeigen wir mal hier mal nebeneinander. Das ist das, was wir in Dual Devastator hatten, das ist das Original-Artwork, was wir in das Flames of Destruction kam hier raus, drin hatten. Sehr cool. Wow. Sehr nice. Bisher lege ich immer eine coole Karte und eine nicht so coole zur Seite. Obwohl, die Poly finde ich schon sick. Sieht schon echt geil aus. Also hier, ich glaube, das ist jetzt die letzte Chance für richtige Gold-Rare-Hasser.
wenn die jetzt mit dieser Gold Rarity nicht abgeholt werden, dann kann Konami, glaube ich, nichts mehr machen, was die Gold Rares angeht. Aber das ist, boah, das wird schon schwierig, dem Nein zu sagen. Das sieht schon echt gut aus. Nummer 107, Galaxie Augentachyondrache. Fehler. Finzelot Morgenstern. Landformen. Barrierestatue, das sind immer die Barrierestatue und so die letzte vor des Gold. Da haben wir dahinter Zodiac Drachzack als Gold Rare. Den hatten wir Anfang diesen Jahres, glaube ich, unbanned bekommen. Original Raging Tempest. Und dann haben wir Krankenschwester Drachenmädchen. Ja, nice. Das ist. Ich weiß gar nicht. Eigentlich muss ich beide rauspacken, weil Drachzack ist cool und Drachenmädchen. Das ist eine sehr coole Karte. Das war unsere Ordeal of the Traveler Mat Karte gewesen für das letzte Jahr. Dieses Jahr fällt es natürlich aus. Ich bin mal gespannt, ob sie das nachholen und sagen, ey, ihr habt wenigstens an einem Turnier teilgenommen, nämlich dem ersten. Und dann können wir nächstes Jahr wenigstens Mousepad oder so haben. Ich bin gespannt. Wir haben ja ein Jahr ein Hauptturnier dieses Jahr gehabt, eine YCS. In den Niederlanden, daher bin ich mal gespannt, was damit noch passieren wird. Wow! Union-Hangar. Edler Ritter Ichtar. Oh wow, der hat natürlich den Reprint gebraucht. Verfluchte Echse, sehr cool. Maschinenduplizierung, Planetenerkunde, dann haben wir einen Synchro dahinter, haben wir ja Sternstaub-Angriffskrieger. Sehr cool. Ich glaube, der ist original im Premium Gold 3 rausgekommen als Gold oder ja, als Gold Secret Rare. Das, was sie damals rausgebracht hatten. Alter, das kann locker gegen die Rarity auch anstecken. Das sieht so sick aus. Und dann haben wir unendliche Unbeständigkeit. Alter, diese Puls-Oi, der hat sich tatsächlich ein bisschen hier eine kleine Delle hier abgeholt. Wow. Holy crap, das Display ist ja sick. Oder ist es allgemein so, dass man diese krassen Puls hier hat? Wow. Wow. Sick. Gerümpelkreuzung des Sternlichts. Domäne der wahren Monarchen. Die Monarchen brechen hervor. Barrierestatus und Fernus, die sind sehr oft die. Na, okay, gibt es die vorletzte Karte. Himmelspalast Gangaridae, sehr coole Karte. Nummer S39, Utopia, der Blitz in Gold. Oh yeah. Sick. Und dann haben wir Appaloosa-Bogen der Göttin mit ihrem alternativen Artwork. Schön. Nachdem sie einen Reprint jetzt in der Megatin hatte, als Ultra-Rare, kriegt sie jetzt nochmal die Gold und dieses Artwork ist so sick. Das Einzige, was ich halt vermisse, ist der Bär, auf dem sie normalerweise reitet. Was hat sie mit dem gemacht? Hat sie die jetzt hier beerdigt im Wasser oder so? Was ist die Story dahinter? Wow. Ich weiß, dass jetzt viele Leute sagen würden, leg die Karte mal hier hin, aber ich sehe schon in ein bis zwei Jahren, also hätte ich die Karte lieber hier hinlegen sollen. Welche Zuschauer werden eher das Video sehen? Ich glaube, die in ein paar Jahren. wow. Ich bin baff, also. Und wir haben noch einiges zu öffnen, Alter. Geil. Solche Sets gefallen mir, die halt wirklich mal so diese ganzen Karten, die so teuer sind, mal wieder richtig mal in den Grund und Boden kloppen. Und mal halt den Leuten auch, die nicht die Chance hatten, entsprechende Decks auszuprobieren oder entsprechend gute Generic-Karten mal zu spielen, einfach die Möglichkeit eröffnet, dass sie das können. Oh, wow. So. Da haben wir die nächste Maximum Gold. Das ist so sick. Hey, sind die Booster irgendwie so ein bisschen verstanzt? Irgendwie nach oben sind die irgendwie so wenig Goldini-mäßig. Ah. So, wir haben der erste Monarch. Bruderschaft der Feuerfaust Büffel. Finsterlord X-Shell. Oh. Finsterlord Rebellion. Barrierestatue der Sturmwind. Dann haben wir Cosmo Dunkelzerstörer. Auch damals im Premium Gold. Ich bin mir gar nicht sicher, war das 3 oder war das 2? Ich glaube, es war 3, rausgekommen ist. Als Reprint, das war der letzte Reprint, den er hatte. Und dann haben wir Ältestes Wesen. Eine alte Tin-Promo. Eine Super Rare gewesen, die lange Zeit keiner interessiert hat, die ich lange Zeit zur Seite gelegt hatte und jetzt einen tollen Vorteil daraus geschlagen habe, dass ich sie zur Seite gelegt habe. Oh Gott. Komm, ausnahmsweise legen wir mal eine Karte zurück. Legen wir diesmal keine coole Karte zur Seite. Wobei Ints schon ganz cool ist für Decks, die halt wirklich einfach Extra-Deck-Monster raushauen können. Also aus dem Extra-Deck direkt rauswerfen. Der primäre Monarch. Mecha von Dungoy, Kolbflügel, Hetronade, Verfluchte Hexe, Linkoribu, Harpien Flederwisch mit ihrem Original-Artwork. Es gibt ja noch ein zweites Artwork von der Karte. Ich weiß nicht, ob das hier auch noch mit drin ist. Sehr cool. Und dann haben wir Herold des Bogenlichts. Das ist auch ein sehr schöner Reprint. Das ist eine Karte, allgemein alles, was ritualmäßig ist. Es kommt immer wieder, weil die Karten immer sehr schnell vergriffen sind. Und Herold des Bogenlichts ist ja quasi wie Inns. Er ist ja quasi der, den man im ersten Zug nutzen möchte, wenn man beginnt, um sein Setup zu haben. Und sie wäre sowas halt, was man halt, wenn man Going Second geht und dann entsprechend das gegnerische Feld auseinandernehmen möchte. Sehr cooler Pull. Und Harpien Flederwisch lege ich mal hier mit raus. Eine sehr coole Karte, die mittlerweile von der Banlist zurückgekehrt ist. Wurde mal langsam Zeit nach so vielen Jahren. Schon crazy, was man, wenn man sich das so mal alles überdenkt vor ein paar Jahren, hätte man sich nie vorstellen können, dass diese Karte bei uns zurückkehrt. Aber das hat sie jetzt getan, tatsächlich.
und wir können sie jetzt spielen. Nummer C101 Laulose, Ehre Dark, Ertrinkende Spiegelkraft, Gugugu Gigas, Linkoribo, Transkodiersprecher. Oh, das ist schön, dass wir den jetzt mal wieder reprintet haben. Ich glaube, da war ja in diesem ein Structure-Deck oder Starter-Deck gewesen, schon länger kein Reprint mehr gehabt. Dann haben wir Polymerisation nochmal und Dunkler Magier. Wow, das ist mal... Alter, das Gold mit dem Vanilla-Farben, das passt so gut. Ich liebe, dass es das Original-Artwork ist. Ich liebe das Original-Artwork. Wow, also entweder ist man jetzt von Gold überzeugt oder nie wieder. Das ist, also ich als Gold-Fan finde das echt schon fast besser als die zweiten Golds. Die allerersten, diese dunklen, die fand ich nie cool. Die späteren fand ich viel, viel, viel cooler. Bin nur interessiert, die Sterne sehen etwas merkwürdig aus, muss ich ehrlich sein. Die sehen etwas fake aus. Wenn man sich das so anguckt, sieht das aus, als ob das wieder zu viel Bling ist. Und das sieht irgendwie nicht ganz so cool aus. Nummer 107, Galaxie, Augentag, Iondrache, Fehler, Feindscherin der Nähe, Vorbereitung der Riten, Barrierestatue der Sturzflut, Hausdrachenmädchen und dann haben wir Verschidosaurier als Gold Rare. Das ist cool. Ist das, glaube ich, sein, ist das, müsste, glaube ich, sein erster Holoprint sein, oder? Oder hat er noch irgendwie in einem OP mal einen Super Rare so bekommen? Das ist, die Karten, wenn man die alleine schon so bewegt, hat ein ganz anderes Feeling, als ob die sich nicht mal berühren, als ob da noch ein bisschen Luft dazwischen wäre. Das ist richtig cool. Sehr nice. Wow, also nach den ersten Packs kommen wir jetzt mal so ein bisschen runter. Weil jetzt sind die Pulse jetzt nicht mehr ganz so krass, aber kann man auch nicht meckern. Und ich bin immer noch begeistert von jeder Gold Rare, die wir ziehen, muss ich sagen. Die sehen echt richtig schön aus. Ich hoffe, das kommt auch gut hier rüber bei dem Opening. Wow. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich so lange brauchen für ein Display-Opening, aber das muss man einfach genießen und mal richtig mal so beobachten und anschauen, so alles, was hier neu drin ist. Wobei, ich muss sagen, wenn ich mir so die Gold Rares angucke, ne, diese, also die normalen Gold Rare Rares, ich wäre eigentlich schon eher so der Freund gewesen, hätten sie es wirklich gemacht, so wie die etwas älteren Karten, die ich euch eben vorhin gezeigt habe, dass die halt nicht so krass vom Effekt sind, weil ich habe so ein bisschen Gefühl, das ist kein Gold, sondern es ist eher so ein Rotgold. Wenn man das mal so ein bisschen daneben legt, dann sieht man, dass es ein ganz anderer Goldeffekt ist. Und ich finde, der Goldeffekt mit dieser Goldfarbe würde hier viel besser passen. Das könnte man noch viel besser lesen. Auf Effektmonstern ist es sehr schwierig, jetzt hier den Buster-Klingkämpfer, den Zerstörungsschwert, Meister zu lesen. Also ich finde das nicht ganz so cool. Ich finde die Gold Premium Gold, wie auch immer heißen, Premium-Gold-Rare-Karten, viel cooler. Magideutsche Funko-Huren, das war mal ein Reprint, den wir ewig gebraucht haben. Holy crap, ist die Karte alt. Finsterlord im Rebellion, Barriere-Statue der Dürre, superdimensionaler Roboter, Galaxie-Zerstörer, Stern-Staub-Angriffskrieger und Herold des Bogenlichts nochmal. Zwei sehr coole Synchros, sehr, sehr cool. Oh. I like this opening. Wow, wie habe ich das denn aufgemacht? Nummer 101, Lautlose Ära. Das sind so gute, coole Einsteigerkarten oder allgemein so ein bisschen Beschwörungsarten zu lernen und so. Sehr cool. Caligo Krallenkrieger, Graffa Drachenherrscher der finsteren Welt. Hey, Dark Worlds. Dedi Kriegerin, Spiegel des Drachen. Dann haben wir dahinter Super Polymerisation als Gold, Premium Gold. Und dann haben wir ja Sternstaub Angriffskrieger nochmal. Jetzt haben wir das Playset davon. Wie wäre es mal ein Playset von denen da? Ich glaube, die lege ich mit raus. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Immer noch. Eine schöne Removal-Karte. Es gibt immer mehr Targets mittlerweile, wo man den Gegner halt nerven kann in seinem gegnerischen Spielzug, indem man seine Monster einfach wegfusioniert. Edler Ritter Pelinor, Geschwindigkeitsfreund Taketonborg. Das ist cool. Ist auch der Terrorkreisel hier drin. Törichte Begegnisbeigabe. Aber ich glaube, das ist sein allererster Reprint überhaupt. Also das wurde mal Zeit. Der kam ja raus als Super Rare in High Speed Riders und wurde danach nie wieder reprintet, glaube ich. Törichte Begegnisbeigabe. Es kann nur einen geben. Eine gute Karte. Mech-Ritter des Morgensterns. Cool. Cybernetic Horizon Original rausgekommen. Und dann haben wir Verschidosaurier und Sternzeichen Kundler Plejaden. Hallöchen, Pleiades. Den hatten wir damals auch in einer der Premium Golds. Ich glaube, die Premium Gold 3 war das. In dem Original Gold Rare. Sehr cool. Ich muss mal gucken. Ich glaube, hier drin ist auch noch die Verstärkung der Armee drin, glaube ich, oder? Und das ist, glaube ich, eine der... Und auch, glaube ich, Spielkraft. Ich glaube, es gibt einige Karten, die wirklich in allen drei Gold Raritäten geprintet worden sind. Und wenn wir die ziehen... Alle drei. Beziehungsweise also die jetzt dazu ziehen, dann könnte ich eventuell mal zeigen, wie sich die Gold Rare tatsächlich verändert hat mit der Zeit. Weil ich glaube, ich habe von der Verstärkung für die Armee wirklich die beiden ersten Varianten. Wenn wir noch die dritte ziehen, dann hätte ich alle davon. Dann könnte ich euch tatsächlich mal zeigen, wie die sich über die Zeit verändert haben. Finsterlord Nasten, Bruderschaft der Feuerfass-Koyote, Feuerformation Gyoku,
Schön, dass sie gereprintet wird, aber die spielt immer noch keine. Ich glaube, Lord of the Tachyon Galaxy kam die raus. Barrierestatue, der Sturzflut, Getriebe Ries X, Wiedergeburt als Super Rare, als Gold Rare und Versteckung für die Armee. Kaum sprechen wir darüber, ziehen wir sie auch schon. Sehr cool. Gut. Da muss ich wohl mein Versprechen jetzt mal kurz einhalten. Die Wiedergeburt lege ich mal trotzdem hier mit raus. Und ich würde sagen, wir gucken uns einmal alle Verstärkungen der Armees an. Ich glaube, wir müssten alle Varianten davon haben. So, ich bin wieder zurück mit den Karten und hier haben wir einmal die Verstärkung für die Armee aus der Gold Series 1, aus der allerersten Gold Series. Und hier haben wir meine sehr arg schon ramponierte, aber seit auch 6 Jahren gespielte Verstärkung für die Armee aus Premium Gold 1. Da sieht man ein bisschen den Unterschied. Ich glaube, auf der Kamera sieht man das ein bisschen schlechter, als dass man in Real Life sieht, aber die Karte ist viel heller als die. Die erinnert mich so ein bisschen das, was sie später versucht haben zu machen mit den Platinum Rares. Deswegen finde ich die Original Gold Rares nicht so schön. Ich glaube, die gab es in Gold Series 1 und 2. Und danach gab es diese Gold Rares, bis es jetzt halt zu diesen hier gekommen ist, die halt nochmal einen krass heftigen Unterschied haben zu den älteren Karten. Also das ist mal ein ganz anderer Style. Ich glaube, diese Schrift da oben mit diesem Blingy-Bling, das haben sie, glaube ich, nur in der Premium Gold 1 gemacht. Danach haben sie es auch wieder fallen lassen und wieder eher so gemacht, wie sie es bei den Originalen gemacht haben. Aber ich muss sagen, also das ist schon stetiges Bergauf mit jeder Iteration von den Golds. Und das ist bisher echt die, wo sie es am besten hingekriegt haben. Das sieht schon richtig cool aus. Sehr nice. Interessant, dass man auch mal eine Karte einfach hat, mit der man das einfach wirklich vergleichen kann. Gut, dann legen wir die mal dahin und gucken mal weiter. Also dieser Booster war jetzt glaube ich nicht so krass. Ich glaube, die ersten zwei waren nuts im Verhältnis dazu. Beziehungsweise das allererste schon alleine, glaube ich, war schon ziemlich nuts gewesen. Schauen wir jetzt rein. Ich glaube, Konami könnte tatsächlich noch dieses Plastikding hier sparen. Ich glaube, das brauchen sie einfach nicht, sowas mehr zu machen. Also das ist halt nicht sehr umweltfreundlich und nicht sehr, ja, ressourcenfreundlich, finde ich. Ich glaube, da kann man noch einiges verbessern, was das angeht. Da kann man mehr mit Pappe und sowas machen, glaube ich. Das muss nicht unbedingt alles aus durchsichtigem Plastik sein. Fehlerhafte Verhaftung. Feuerformation Gyoku, Höhle der Finsternis, Barrierestatue des Himmels, Barrierestatue des Abgrunds. Sehr cool. Dann haben wir Harpyen Federwisch, nice, und Herold des Bogenlichts nochmal. So langsam wiederholen sich unsere Premium Gold Rares. So komisch, dass die Premium Gold Rares heißen, obwohl wir die Maximum Gold hatten und Premium Gold waren das alte Gold Set. Oh. Aber ich hoffe, die machen wirklich damit weiter für nächstes Jahr Maximum Gold 2 oder so oder Ultimate Gold oder wie auch immer. Oder Gold of Doom oder so. Das ist schon ziemlich cool. Mecha, Phantom Ogre, Jackless Land, glaube ich, war das. World Superstars damals. Oh ja, haben so viele Leute den haben wollen. Nicht. Finsterlord X-Shell, Wunderkontakt. Oh, schöner Reprint. Die Karte ist sehr beliebt. Die wollte, glaube ich, in Return of the Duelist oder so, glaube ich, original Secret Rare geprintet, dann reprinted worden in der Battles of Legend Light's Revenge. Und als diese ganze neue Neo-Support kam, war die Karte auf einmal überall weg. So, das ist gut, dass wir jetzt nochmal einen Rare-Reprint hier davon haben. Tachyon-Transmigration in Zahlungnahme. Dann haben wir Feierliches Urteil als Gold Red. Ich glaube, die gibt's auch in beiden. Nee, ich glaube, in Premier Gold gab's keine feierlichen Urteile. Die gab's, wenn dann nur in der Original Gold Rare. Und dann haben wir, Fremdführer aus der Unterwelt mit dem Original-Artwork, die auch mittlerweile auf 3 gegangen ist. Aber ich glaube, die gibt es hier auch nochmal mit dem Artwork aus Duel Overload, glaube ich, war das, wo sie ihr alternatives Artwork bekommen hat. Feindliches Urteil, legen wir mal hier mit raus. Sehr cool. Sehr viele, sehr coole Karten hier mit dabei. Sehr schön. Nächstes Pack. Fallenstellerin Mömilio. Pharaonengräber im Tal der Toten. Nummer 87, Königin der Nacht. Cyberdrachenmark. Getriebe Riese X. Dann haben wir Salon Drachenmädchen. Und endlich der goldene Lord zum zweiten Mal hier da. Dingel, 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 dingel. Wow. Richtig hübscher, geiler Pull. Sehr geil, sehr schön. Wenn wir mit dem Playset davon rausgehen, habe ich dagegen nichts einzuwenden. Wir haben ja immer noch einen, so eine ganze Box noch vor uns. Wow. Mecha Phantom Ogre Dracosack, Union oder Union Alarmstart, Magidörsche Funkohuchen, Spiegel der Drachen, Dimensionsgefängnis, Hallöchen, auch noch nicht gesehen hier, Hausdrachenmädchen und Faschidosaurier noch dazu, als Premium Gold Rare. Wow, echt schon das Gefühl, ich habe ja so Goldbarren hier in der Hand. So, kommen wir zum letzten. Bin gespannt, was uns da erwartet. Also ich bin bisher sehr zufrieden mit den Pulls. Sehr geile Karten, kann man nicht meckern. So.
Aber das, also das, was man sagen kann, ich glaube, das Plastik schützt sehr viel vor irgendwelchen Beschädigungen, falls mal wirklich irgendwie so durch die Box gehauen wird oder so, oder beim Versand da irgendwas mal schief läuft. Ich glaube, die können schön die Booster dann davor schützen, dass es kaputt geht. Das kann man so ein bisschen Konami, glaube ich, vorhalten, dass das dann gar nicht, vielleicht gar nicht mal so schlechte Idee ist, dass sie das mit dem Plastik machen. Ich glaube, das kann man auch irgendwie mit Pappe bestimmt auch sinnvoller machen. So, Grümpelkreuzung des Sternenlichts. Feinsteinerin mit Mantis. Wow, okay, das ist sehr weit links geprintet. Dimensionsgefängnis. Wunderkontakt. Vorbereitung der Riten. Dann haben wir als Premium Gold Rare Cyberdrache Unendlichkeit aus Dual Overload mit deren alternativen Artwork. Davon haben wir gar nicht so viel gezogen, glaube ich. Aus dem Case haben wir, glaube ich, irgendwie 3. Wenn überhaupt, glaube ich, gezogen. Oder vielleicht sogar 2. Waren echt nicht viele. Und dann haben wir rotäugiger schwarzer Drache. Oh, der Klassiker. Sehr geil. Sehr cool. Der kommt auch gleich hier mit auf den Haufen. Das sieht richtig cool aus, dieses richtig schwarze Artwork im Kontrast zu dieser Rarity. Das ist heftig. Das ist eine Karte, die der Gold Rare viel besser passt als sowas wie Secret Rare zum Beispiel, weil Secret Rare würdest du eh fast nicht drauf erkennen, aufgrund dieser sehr dunklen Artwork, des sehr dunklen Artworks, was sie da gewählt haben. So, letzten 3 Booster. Schauen wir mal, ob wir da nochmal richtig geil rausziehen können. Nochmal so ein bisschen weit links geprintet. Stürmische Spiegelkraft, Nummer 107 Galaxie, Augendrache, Tachyondrache, Millionenfresser, hey, Rarity Upgrade, Planetenerkunder, Barrierestatus des Infernos. Ein Link-Monster. Na, ist Appaloosa oder Kaliberschwert? Himmelsjäger Askagari, aber mit dem Original-Artwork aus ihrem eigentlichen Set Dark Saviors. Und haben ja Superpoli noch dahinter. Das ist sehr schön. Ich finde das alternative Artwork von ihr so krass gut. Das ist so nice. Ich hätte nie gedacht, Kagari juckt mich überhaupt nicht so als Karte, so, aber als ich das Artwork gesehen habe, wow. Verkauft mich sofort für diese Karte, Alter. Edler Ritter der Tafelrunde, wow. Das war mal so ein nachgeschobener Support damals. Ich weiß das gar nicht, war das ein Primal Origin oder so? Schon ewig her damals und es will auch keiner spielen. Auch hier so mit dem Misprint so ein bisschen. Fehlerhafte Verhaftung. Mecha Phantom Guard Director's Act, das ist natürlich einiges von nach links verschoben. Mech Ritter des Morgensterns, das ist schön, den hier drin zu haben. Wichtprinz. Oh, Hallöchen. Hatten wir dich nicht erst letztens auch als Ultra-Rare, glaube ich? Oder war das nicht White Prince? Nee, das war, glaube ich, White Mare, glaube ich, gewesen, der den Reprint hatte. Dann haben wir Wäsche-Drachenmädchen als Gold. Und dann haben wir Anti-Zauberpfeile. Hallöchen, Anti-Magic Arrows. Gott, war das Duelist Pack Battle City oder so? Wo die rauskamen, ist schon ewig her. Die jetzt mal als Reprint sehen, ist interesting. Und Wäsche-Drachenmädchen. Ja, die ganzen Drachenmädchen sind natürlich hier auch reprinted. So, würde ich sagen, letzter Booster. Mal sehen, was uns da erwartet. Komm noch mal in die Biro oder so. Nummer C107, Neo-Galaxie, Augentachion-Drache. Magie-Dolche-Nächte, mit kleiner Versatz. Der Geschwindigkeitsroid Rotaugenwürfel, in Zahlungnahme. Cyber-Drachenmark, dann danach haben wir eine Synchro. Das ist martialischer Metallmarschierer, hey. Einer der Promos, genauso wie Inzmal aus einer Tin. Heutzutage so ein bisschen mehr gespielt als damals. Damals hat er überhaupt keine gegeben. Dann haben wir dahinter Zodiac-Drachzack noch mal. Als Gold Rare. Okay, ich würde sagen, wir räumen kurz auf und sehen uns zum Recap wieder. Bis gleich. Bei den coolen Premium Gold Rares haben wir eine unendliche Unbeständigkeit. Ein feierliches Urteil. Zweimal Superpolymerisation, zweimal Harpien Flederwisch, einmal Nummer S39 Utopia der Blitz, zweimal Zodiac Drachzack, einmal Cyberdrache Unendlichkeit mit dem alternativen Artwork, einen rotäugigen schwarzen Drachen, einen dunklen Magier, eine Krankenschwester Drachenmädchen. Dann haben wir zweimal Geistermädchen Spukhaus, einmal mit dem Original-Artwork und einmal mit dem Alternativen. Ein Nibiru, das Urwesen, den endlich den Goldenen Lord durch zweimal, kann man ja mal machen. Und dann haben wir noch eine Appaloosa, Bogen der Göttin mit dem alternativen Artwork und einen Kaliberschwertdrachen, auch mit dem alternativen Artwork. Wow, wir sind so ein bisschen heute die ganze Historie von den ganzen Gold-Series durchgegangen und ich muss sagen, von allen 3 Iterationen, die wir bisher hatten, sprich die Maximum Golds, die Premium Golds und die Just Gold-Series, gefällt mir die Maximum Gold eigentlich so am besten, weil die Premium Gold Rare ist schon richtig cool. Das sieht schon richtig sick aus. Ich weiß nicht, ob sie über die Kamera rüberkommt. Oh, das sieht schon geil aus in Real Life, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Opening gefallen. Teilt mir mit, war das gute Puls für so ein Display? Ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht. Also das waren ein paar sehr schöne Karten mit dabei. Ich glaube, da kann man nicht so viel meckern. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht besser gezogen habt oder ob das schon eine der besten Möglichkeiten ist, herauszuziehen aus einem Display. Das war's denn hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tja, das wird höchstwahrscheinlich nicht das letzte Maximum Gold Opening sein. Bis dahin, tschüssi.